Hallo Freunde und willkommen zurück zu Castle Crashers. Wir haben in der letzten Folge einen auf Drogen gewesenen Maler verprügelt und gucken jetzt mal, was noch kommt. Müsste ja noch Meta Knight und dieser komische Zyklop, den wir schon mal verbrannt haben, kommen. Ich glaube, der kommt hier. Was kommt hier? Der Zyklop. Da ist Lava. Jupp. Und der hat seinen Best Buddy immer noch im Sarg dabei. Der sieht so halb Cyborg-mäßig aus. Ich habe das Gefühl, der ist relativ immun gegen Magie. Aber es geht. Okay, ich habe nichts gesagt. Alter, hat der Frist? Zombie? Lol. Zombie! Heilige Scheiße, der macht Schaden, der Zombie, du. Ich glaube, dafür ist immer relativ gut auszuweichen. Außer man wird einfach nicht getroffen. Au. Ja, du musst schon den Typen angreifen. Jetzt in den Sarg. Das DPS-Race gewinnen wir trotzdem. So ein Feuerball. Der springt mir immer auf den Kopf. Ich glaube, wir müssen echt einfach nur ausweichen, bis der den Typen wieder zurückholt. Oh, friss schon. Der hat's voll auf dich abgesehen, du. Ladida, hier ist eine riesige Socke von der Sockenpuppe und im Hintergrund ist das Vieh, was die Sockenpuppe geschwungen hat. Was ist das? Irgendwie wird der aggro, wenn du ihn angreifst. Friss Gift. Ha, ich kann ihn blocken. Ich lenke ihn ab, mach ihn kaputt. Okay, hat sich erledigt. Voll fair und so. Au. Schaden, ne? Ja. Alter. Der ist ja voll aggro, der Zombie. Kann ich gar nicht verstehen. Dabei haben wir den doch nur getötet. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen uncool. Oh, boom. Können wir nochmal Heilung haben? Nee, dann wäre es jetzt so einfach. Ne, ich merke das schon hier. Oscar! Und Oscar goes to mir. Ich hatte zwei. Ich hatte auch welche. Ich nehme noch was? Nö. Einfach kaputt machen. Du haust da in der Luft so oben, so weit oben drauf, dass du ihn nicht mehr triffst. Ne? Gekonnt, würde ich sagen. Gekonnt. Warum hast du das nicht gemacht? Weil ich den Kristall kaputt machen wollte. Hallo. Oh, Meta Knight. Der hat ein paar Leute umgebracht. Oh Gott. Ich hasse Nekromanten. Apropos Nekromanten. Hast du schon gehört, Daniel? Hab ich schon gehört. Wer jetzt demnächst zu Diablo 3 stoßen wird. Ah, Diablo 3, du weißt ja ganz klar, das ist ja mein... Dein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel, also ich muss sagen, wenn die neue Season kommt, da kann mich nichts mehr aufhalten. Dann spiele ich das, bin in den ersten paar Wochen in dem Top... Also Wachdelirium, einfach weil du die ganze Zeit nur beschäftigt bist am Farm und so. Ja, kennen wir alle. Alter, kann der jetzt mal runterkommen? Ich will den verprügeln. Nicht seine komischen Lakaien hier, die uns vermögen. Und ja, dann würde ich sagen, dann zocke ich bis, dass der Arzt kommt. Das wusste ich natürlich ganz klar vom Nekromanten und seine tollen neuen Fähigkeiten.
Ich habe gehört, wenn du dann die linke Taste drückst, dann macht er so den vollen fetten Angriff. Und mit der rechten Taste macht er auch noch einen richtig fetten Angriff. Ja, krasser Scheiß, ne? Das glaubt er auch nicht. Ja. Ja, aber ohne Witz. Theoretisch, ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich mochte den Nekromanten. Ich mag an sich generell Nekromanten in Spielen. Außer sie sind Gegner, so wie jetzt. Aber... Ja, ein bisschen. Ich verliere auch gerne mal den Überblick, wo ich hier bin. Wird dann wieder durch die Gegend geschmissen. Verreckt. Verreckt alle. Auf jeden Fall soll ja... Der soll ja ein Pay-to-Play-Charakter werden, was ich schon wieder scheiße finde. Ist echt. Ja, der soll in einem Pack kommen, so wie die Kommandanten in StarCraft 2 Coop. Das ist scheiße. Finde ich persönlich scheiße. Wie gesagt, war ein Scheiß. Finde ich auch scheiße. Ich meine, das interessiert mich nicht. Aber die Blizzard-Jünger werden es kaufen. Natürlich, weil Blizzard ist ja... Wie du, Luca, gehört hast, ist ja die geilste Firma ever. Ja, an sich, ne, die Blizzard-Spiele sind geil, muss man einfach sagen. Also, ich habe persönlich noch kein Blizzard-Spiel gespielt, was ich scheiße fand. Ich schon. Ja, gut. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Ich könnte nicht unbedingt sagen, dass es ein direkt komplettes Scheiß-Spiel ist, aber eben, ich mag es halt nicht. Das macht dir halt nicht so den Spaß. Einfach weil es... Nein, halt... es macht mich aggressiv. Ich mache mir ja, keinen das Spaß, auch. Es macht mich aggressiv. Das ist ein technischer Unterschied. Ja, gut. Ja. Aber es ist halt dennoch ein gutes an sich ein gutes Spiel. Doch, das gefällt dir halt nur nicht. Hm? Mochte World of Warcraft nicht. Ich meine, da gab es auch ein paar bessere. Ja, gut, ich habe World of Warcraft ehrlich gesagt nicht gespielt, aber ich bin auch nicht so der riesen MMO-Fan und ich habe damals mit Guild Wars angefangen. Deshalb gibt es für mich eigentlich auch nur ein MMO, was ich wirklich aktiv spielen würde, beziehungsweise gespielt habe. Und das ist halt Guild Wars. Ich hasse halt diese Blizzard-Jünger, die meinen, man dürfte keine Kritik an Blizzard üben. Ja, das ist genauso wie Nintendo. Das ist auch bei Nintendo. Nintendo-Jünger sind genauso schlimm. Das ist... Ja, weißt du nur, die Firma macht einen Scheiß nach dem anderen, ne? Aber ein großer Nintendo, kannst du auch nicht Nintendo in die Frage stellen. Das ist nur so ein kleiner Call of Duty-Hater-Kiddy und so, ne? Ja, richtig. Das ist immer das. Das ist immer genau das. Yep. Ah ja, und dann noch Call of Duty-Kiddies. Ja, die alles... was Call of Duty heißt, in den Himmel loben und alles andere, was nicht Call of Duty heißt, ist natürlich grundsätzlich scheiße. Die gibt's nicht mehr, die sind heutzutage zu Battlefield gewandert. Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, dass COD auch einfach richtig scheiße geworden ist. Das war nicht so überragend, also. Nee, das nicht, aber ich muss sagen, ich habe früher COD 2 habe ich sehr gerne gespielt. COD 1 ging so, COD 3 fand ich schon nicht mehr so gut. Und COD 4 habe ich schon gar nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ja, COD 3 oder Konsole only? Hm? COD 3 war Konsole only, glaube ich sogar. Nee, ich meine nicht. Doch, ziemlich sicher sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es irgendwann mal gespielt. Weil ich persönlich auch. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du sagst, dass Call of Duty 2 das Beste ist, wird es eine Menge Kiddies geben, die denken, du meinst Modern Warfare 2. Ja, es heißt ja von vielen COD-Fans, das sei das Beste, aber ich habe es nie gespielt. Ich habe nur Call of Duty 2 wirklich gespielt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es das Beste sein soll. Überhaupt nicht. Das ist fast genauso schlimm wie Modern Warfare 3. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Doch, was ich noch gespielt habe, war Black Ops und dann auch nur mal mit Mark den Zombie-Modus. Okay, der Zombie-Modus ist ja auch irgendwo lustig. Ja, der Zombie-Modus ist wirklich lustig, aber da habe ich auch schon bessere Zombie-Spiele gesehen, also... Left 4 Dead. Ja, allein schon Left 4 Dead. Wobei ich persönlich auch immer noch, was die alten Weltkriegs-Shooter angeht, ich persönlich mag ja Medal of Honor immer noch am liebsten. Nee. Jetzt rein von der rein Solo-Player her, ne? Nicht ja, aber Multiplayer. Weil Multiplayer war scheiße. Die hat aber gerade in den letzten Teilen auch echt abgenommen. Die habe ich schon nicht mehr gespielt. Airborne, was ich ja auch auf meinem Kanal hatte, war das letzte, was ich gespielt habe. Ja, aber Airborne war auch nicht so überragend. Ich fand's ganz lustig für halt zwischendurch, ne? Ich muss sagen, das beste Zweite Weltkrieg-Spiel. Mit Online, Company of Heroes. Ja gut, aber das ist halt das ein Strategiespiel, ne? Battlefield 1942?
Habe ich nie gespielt. Ich habe generell, ehrlich gesagt, noch nie Battlefield gespielt. Was? Nee. Musst du 1942 nachholen. Hat die beiden besten Add-ons mit Secret Weapons of World War 2. Das ist super geil. Dass du dann hat dann irgendwie jede Fraktion einfach nur alle mit dem Prototyp und so ein Scheiß. Mega lustig. Oder auch halt welche, die es nur auf dem Papier gab. Mhm. Beispiel, gibt's die Map Peenemünde. Da kannst du eine V2 starten. Läuft. Und das ist halt vor allem so, die bringt das so gar nicht. Und was noch ein sehr lustiges Spiel war, was Zweiter Weltkrieg und Shooter. Ich weiß nicht, ob man den angreifen sollte. Wie heißt's? Was wollte ich sagen? Was auch ein sehr lustiger. Ja, ich merke das schon. Zweiter Weltkriegs-Shooter, auch ein sehr cooler, war Dingens. War Sniper Elite V2. Ich glaube, wenn das blau ist, können wir den treffen. Wenn es rot ist, treffen wir uns selber. Ja, irgendwie sowas. Beziehungsweise wir treffen den jeweils anderen, habe ich so das Gefühl, weil du hast mich eben eingefroren. Nein! Wenn es rot ist, dürfen wir nicht. Ja, ich merke das schon. Weil ich ja persönlich immer noch nicht ganz verstanden habe, warum haben wir eben die ganzen Kristalle von dem verprügelt? Damit wir ins nächste Ding bekommen. Ja, das sowieso, aber... Ich meinte, hier in der ersten Phase des Bossfights. Warum hetzt der da Kristalle auf uns? Weil er selbst zu faul ist? Wahrscheinlich. Wird sie auch immer da. Frisst der Kerl. Der hat doch bestimmt noch 5 Phasen oder so ein Scheiß. Ja. Kein Kommentar. Ich musste an einen gewissen Kugelfisch aus Tropical Freeze denken. Der Kugelfisch aus Tropical Freeze. Der eine Boss da unter Wasser. Der hat zwar eigentlich keine Ähnlichkeit, aber die sind beide rund und kugelig. Ich möchte ja, übrigens anmerken, ich habe auch keine Gesundheitstränke mehr, ne? Aber du hast auch Level Up, dann bist du wieder. Full of life, du! Ich weiß gar nicht, haben die Level Up uns eigentlich vollgehalten? Ich hab da nie drauf geachtet. Komm her, will dich hauen. Alter. Luftkombi! Ja. Schlumps. Geplatzt. Verreckt! Ugh. Och nö. Hier ist der eklig. Autsch, du. Weißt du, was das Problem ist? Der spuckt die Typen aus, die Gegner, die so absolut unanfällig waren. Nein. Ich hasse Bosse mit so vielen Phasen. Alter, der geht voll auf mich. Level up. Welt. Ja, das könnte jetzt lustig werden. Ich glaube an dich, Sepp. Ich glaube an dich, ja. Was hat mich da gerade getroffen zum Beispiel? Die Frage ist nicht was, sondern was? Nee. Ja, wahrscheinlich. Oh. Das können wir, glaube ich, vergessen. Oh! Okay, Spam hilft wirklich. Also ich habe jetzt gerade wirklich einfach nur durchgespammt. Vielleicht kriegst du vielleicht nicht das Maximale an Leben, aber du wirst schnell wiederbelebt. Außerdem habe ich generell das Gefühl, dass die Wiederbelebungszeit in Bossfights ein bisschen geringer ist. Ich verprügel mal hier hinten den Typen. Bist du jetzt mal auf da, Daniel abzukämpfen? Oh, mach den Schaden! Ich block. Oh, ich bin tot. Was macht der jetzt? Klingt auf jeden Fall sehr ekelhaft. Ja. Ich meine, guck ihn dir an. Alter! Ich bin da oben! Ey, Alter! Die hauen einen auch außer Luft und alles, ne? Ich hab dich mal wiederbelebt. Aber wir sterben jetzt trotzdem beide. Huhuhu. Ja, ich auch. Okay, erstmal Tränke holen. Ja, wir haben versagt. Yep, mal wieder. Vielleicht solltest du auch mal ein bisschen in Stärke gehen, damit du ein bisschen Schaden machst. Ja, es bringt halt mit diesem Boss am Ende auch so viel. Ja. Magie zu gehen. Richtig. Das ist ein paar Punkte wert. Das ist unfair.
Ich habe auch ein paar Level mehr als du. Ja, warum? Ich weiß es doch nicht. Das ist Bullshit. Bisschen? Ich kann mir aber gleich mal das neue Haustier kaufen. Oh, 3, 4. Warum starte ich jetzt eigentlich mit nicht vollem Leben? Das ist voll der Rassismus. Verdient. Ja. Sollten aber gleich trotzdem mal eben kurz zurückgehen und gucken, was die Tiere so machen. Weil das wissen wir ja immer noch nicht. Was machtest du nochmal? Stärke und Verteidigung. Pazzo hilft dir, vergrabene Schätze zu finden. Ich habe einen Pazzo. Ich will's auch mal haben. So. Willst du nochmal Waffe wechseln oder so? Ja, hätte was. Dann gucken wir mal, was sinnvoll ist. Ich suche mir jetzt irgendwas, was einfach viel physischen Schaden raushaut. Plus 2. Plus 3 magisch. Ein Huhn. Das ist das, was du hast. Plus 1, plus 3, plus 1. Das bringt alle plus 1. Das ist ja auch gar nicht mal so unpraktisch. Das hier, plus 1, plus 2. Was denn? Bei Agilität plus 5. Also das ist das, was ich habe. 3. Plus 1, minus 1, plus 3. Plus 3 plus 3 plus 3 plus. Okay. Ja, das ist das, was ich habe halt. Ist Stärke plus runter. Oh. Uhuhu. Plus 5 plus 5. Ich meine, geht 2 plus 6. Das Steak. Und ab hier wird's keine Waffen. Gut. Ich glaube, ich bleib bei dem hier. Ja, ich nehme einfach den physischen Schaden jetzt mit. Sollen wir nochmal nach Tieren gucken, ob da irgendwas Sinnvolles bei ist? Das soll ich doch auch. Das ist halt die Frage. Du kannst halt auch gar nicht aufgeben. Weil du das nicht hast, wahrscheinlich dann. Nice. Bitter. Ja, aber gut, du hast plus 3, plus 3, das ist schon ganz gut. Ja, aber Magie hilft mir dem letzten Team auch so viel. Ja. Verschnitt. Mal kurz zu den Tieren gucken. Ich glaube, ich hole mir den Elefanten wieder. Mal schnell aufzusteigen. Ja, wir können auch beide nur. Also, wir können nicht beide den Elefanten haben, ne? Willst du den Elefanten haben und ich nehme das Widder? Die Fledermaus ist an sich, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, weil die der auch stunnen kann. Wobei der kann auch stunnen. Machen wir es so. Remy. Und Snoot. Dann würde ich sagen, wir versuchen es noch einmal und wenn wir es nicht schaffen, dann. Kommt der finale Part und da machen wir es erst recht. Dafür vergeigen wir es erst recht, Daniel. Warte, es wäre jetzt so traurig, das nicht zu schaffen. Ja, so ein bisschen. Ich meine, sonderlich schwer war der eigentlich nicht. Der hat am Ende nur genervt. Wir müssen auf alle Bosse. Nee, wir müssen nur den. Müssen halt die Kristalle jetzt nochmal verdreschen. Aber das kriegen wir hin. Got a motherfucking Elefant. Ich mag Remy. Bedrohlicher Kristall. Kristalle. Oh Mann, ey. Oh, 32 Schaden. Läppert sich. Sein Kristall ist schon kaputt. Dann haben wir aber auch nicht mehr so viel.
Bam! Oh, sehr schön. Der Hexer! Meine Echse gefunden, wir müssen uns dann rennen. Moment, sie. Moment. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht gegen den Schild rennen, so viel steht schon mal fest. Mann, ich finde Hexer voll fies. Die kann nur so böse sein. Und, ja, ist echt. Ich meine, der hat erstens Prinzessin entführt und zweitens einen Kristall geklaut. Warte, was war das? Ja. Vielleicht schon beim ersten Mal die Fenster auch so schlecht wie hier. Danke. Den scheiß Schild weg, Kumpel. Das ist wie ein Pala umbringen, ey. Dauer den scheiß Bubbles. Okay, Nahkampf ist gegen den in der Form echt scheiße. So, weg mit dir. Flieg und stirb. Warte noch bei Sailor Moon. Moon, Flieger, Flieg und Sieg! Yep. Ich hab Sailor Moon nie geguckt, muss ich sagen. Ich ehrlich gesagt nur bedingt viel. Also eigentlich. Aber du hast es! Ha. Ja, zwischendurch mal eine Folge. Weil Anime und es lief nichts anderes. Richtig. Dann hoch auf RTL 2? Ja, so ziemlich. Ich wusste es doch. Und. Jetzt kommt die hässliche Spinne. Möchte ich nicht haben. Ouch. Warum trifft das mich auf mich? Ach, weißt du. Warum scheißt das Vieh Gegner aus? Das ist ekelhaft. Und warum hilft mir Remy nicht? Doch, Remy, hilf mir! Einfach drauf dreschen! Au. Ah! Ist gleich tot! Schnell! Yes! Fuck yeah! Kommt noch eine Stufe? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Why? Warum erschafft man Bosse, die 35.000 Formen haben? Ich sag nur Kingdom Hearts. Was? Wait, this isn't even my final form. Ich mag Kingdom Hearts nicht. Ich find's an sich ganz cool, die Idee halt, ne? Ich bin auch nicht so ein. Ich muss sagen, ich bin auch nicht auf. Ich bin. Ich mag keine. Also. Final Fantasy war auch nie der Grund, weshalb ich's gespielt habe, eher wegen Disney. Noch eine Stufe oder was? Ja. Sein Schwert grinst mich an. Ich kann. Au. Der nimmt wieder magischen Schaden, glaube ich. Oh. Ich brenne. Ich brenne immer noch. Ja. Minimal. Wahrscheinlich ist das sogar noch ein Charakter, den man später spielen kann. Würde mich ehrlich gesagt nicht unbedingt wundern. Der ist dann so absolut OP. Ich habe gehört, wir gehen natürlich ins New Game Plus mit dem Spiel. Nein! Wie, du willst deinen Charakter nicht ausmaxen? Nein, ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht. Ich auch nicht. Aber was? Jetzt mal einfach nur mal eine Sekunde an einem Ort stehen bleiben, so dass man ihn auch mal hauen kann. Ja, wenn er hochgeht, muss er hochspringen. Ja, mache ich ja die ganze Zeit, aber der bleibt halt auch immer nur ein paar Sekunden da und meistens trifft er sich damit irgendeinem scheiß Feuerball. Ja, wir haben 5 Heiltränke hier. Ja, aber es nervt.
der Scheiß wieder an. Keine Sorge, er hat weniger als die Hälfte. Er hat noch ungefähr ein Viertel. Aber langsam nervt er trotzdem. Weißt du, der kann sich auch nicht entscheiden zu sterben. Ne, wie gesagt. Er vergisst es auch, glaube ich, einfach. Oh, danke. Traditionell. Waffe. Kann ich auch? Du hast die. Yeah! Schanerei. Jetzt müssen wir fallen. Kristall, lande auf dem Kristall. Ich glaube, wir müssen uns noch um die letzte Prinzessin prügeln. Ja, das war's schon. Ja, das sind jetzt die Credits. Was? Wir müssen uns nicht um die letzte Prinzessin prügeln, ich bin enttäuscht. Okay, Sepp, High Five! Yeah! Muss zeitgleich kommen. Ja, dann muss auch anzählen. Ja, nicht anzählen. Einmal mit Gefühl. Ja. Guck mal, die haben wir alle umgebracht. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Alter, der hat die Regel. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die haben alle ihre Regel im Gesicht. Oh, aus einem Loch, ne? Ja. Jetzt könnte man Kommentare lassen von wegen Loch ist Loch, aber das lassen wir jetzt einfach. Damit haben wir einmal für die Zuschauerschaft gesorgt. Ja, auch noch einmal schön das Niveau richtig in den Keller gedrückt. Und nochmal drauf getreten. Schon mal aus, das, bei dir ist es noch im Keller? Wow. Ja, ich lasse es zwischendurch mal Frischluft schnuppern. Frische Kellerluft, du. Richtig. Wie in Binding of Isaac. Skip. Boah, Binding of Isaac. Der Run, der ihr müsst wissen, wir saßen eben noch im TS, bevor wir aufgenommen haben, und Daniel ist ein bisschen an Binding of Isaac verzweifelt. Ja, das ist voll lustig anzuhören. Weißt du, das Problem, normalerweise gehst du davon aus, ne, dass du gleich... Ich meine, ich bin in die Chess gekommen. Ja. Ich habe den Run beendet. Sogar sehr gut. Aber das wollte ich halt nicht. Richtig. Weißt du, jetzt werde ich das Missing Poster nie wieder finden, ne? Ja, wie gesagt, mach's halt auf die alte Art und Weise, wenn du Lost freischalten willst. Ja, ist auch einfacher. Ganz ehrlich. Ich halte dich nicht auf. Wenn das passieren wird, jetzt kommt's. Wenn ich mach Lust auf die alte Art und Weise und im vierten Run mit Azazel. Nee, das war nicht Azazel. Judas. Mit Judas. Mit Judas finde ich in der ersten Ebene das Missing Poster und Sacrifice Room. Wetten? Nee, in der ersten findest du das Missing Poster, nimmst es nicht mit und in der zweiten findest du den Sacrifice Room, Daniel. Ja, oder so. Und dann stirbst du kurz vor Satan. Oder so ein Scheiß. Ich würde dich so auslachen, ne? Das befürchte ich. Boah, können wir jetzt endlich mal zu Hause ankommen? Mann, Mann, Mann. So viele Menschen hier an diesem Spiel mitgearbeitet haben. Dafür war es aber ziemlich unkreativ. Kreativlos. Ich gutes Deutsch. Punkt TIFF. Wer ist denn Punkt TIFF? Oh Mann. Was Beste ist, bei uns bei der AG, bei einer AG, bei einem unserer Professoren, der hat als ehemaligen Mitarbeiter den Muffin. Mhm. Super gut. Oh. Bla bla bla. Ja, der ganzen Newgrounds Community. Hey, wir tanzen. Oh. Ich glaube, das ist die richtige Prinzessin. Kann das sein? Die anderen waren irgendwie nur so Freundinnen von ihr oder sowas. Müssen wir jetzt trotzdem... Okay, wir müssen da nochmal kämpfen. Ich glaube, das gewinnst du. Oh. Die da hinten mit dem Schleier. Wusstest du. Gott. Ich wusste ja, dass die Typen bescheuerten Humor haben, ne? Okay. Hast du Drogen oder sowas? Leider nein, aber ich glaube, ich mache mir gleich ein Bier auf. Einfach um das zu vergessen. Gott. Alter.
Was zur Hölle? Kann das bitte weggehen? Ganz schnell, danke. The End. Ja, Freunde, das war's. Wunderschön, wir haben 2 Wochen gefüllt. Wir haben voll versagt eigentlich, weißt du das? Ja, ich habe 9 Charakter. Genau. Noch einen. Nee, du hast einen. Wieso hab ich den nicht? Das ist voll unfreundlich. Weil ich cool bin. Merkt das schon. Uns fehlt irgendwie noch der Boomerang. Und wie haben wir den nicht gekriegt? Egal. Das war's, Freunde. Fertig. Wir sehen uns nächsten Montag zu einem neuen Projekt. Ich weiß noch nicht, was ich bringe. Mal gucken. Vielleicht bringen wir auch noch mal irgendwann mal noch ein weiteres Let's Play Together raus. Keine Ahnung. Vielleicht zocken wir auch einfach irgendwann nochmal eine Runde Dota oder so. Auf jeden Fall. Wir sehen uns, Freunde. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ciao.